Die Scheibe einer Sirene enthält 12 Löcher und dreht mit der Geschwindigkeit von 500 Runden pro Minute. Berechne die Frequenz des ausgesandten Tons und die Wellenlänge der Vibrationsbewegung in der Luft. Die Anzahl Löcher klein n beträgt 12. Die Drehgeschwindigkeit der Scheibe beträgt 500 Runden pro eine Minute, das heißt 500 Runden pro 60 Sekunden oder auch 25 Runden pro 3 Sekunden. Die Tonausbreitung in der Luft beträgt 340 Meter pro Sekunde. Was gefragt wird, sind einerseits die Frequenz, die wir in Hertz ausdrücken, und andererseits die Wellenlänge, die wir in Meter ausdrücken. Und um diese Größen zu finden, setzen wir diese zwei Formeln ein. Beginnen wir mit der Frequenz. Die Frequenz beträgt 25 Runden pro 3 Sekunden mal diese 12 Löcher. Also die Frequenz klein f ist gleich zu 25 Drittel mal 12, das heißt 100 Hertz. Da haben wir schon die erste Endantwort. Jetzt die zweite. Wir suchen die Wellenlänge Lambda und dazu starten wir mit dieser Formel. Wenn V Lambda auf T ist, dann muss Lambda V mal T sein. Und wenn F 1 auf T ist, dann muss T 1 auf F sein. Und somit können wir hier dieses T durch 1 auf f ersetzen und finden so, dass die Wellenlänge Lambda gleich ist zu v mal 1 auf f oder auch v auf f. In diesem Bruch ersetzen wir v durch 340 Meter pro Sekunde und f durch 100 Hertz. Und so finden wir, dass die gefragte Wellenlänge 3,4 Meter beträgt.